Ja, bitte schön. Ja, lieber Lutz, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin, glaube ich, in Erklärungsnot, und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, dass ich einen Titel noch einmal mir geborgt habe von meiner geschätzten Kollegin Lubina Marling, weil er einfach so griffig ist und genau das beschreibt, worum es geht. Und da wir heute nicht um wissenschaftliches Ruhm und Ehre kämpfen, sei das gestattet. Ich habe nur eine Veränderung vorgenommen, nämlich ich spreche nicht darüber, dass Kleinwelka lokal verwurzelt sei, sondern regional verwurzelt. Das liegt ein bisschen daran, dass unsere Arbeitsschwerpunkte und Interessengebiete ein wenig unterschiedlich sind, und während Lubina darauf schaut, wie sorbische Community und deutschsprachige Community hier in Kleinwelka zusammenkommen, ist für mich der größere Kontext der Mission interessant. Und dabei spielt Kleinwelka eine wichtige Rolle, aber nicht die ausschließliche. Und deswegen würde ich Sie ganz gerne mitnehmen auf diese Reise, die möglicherweise das ein oder andere Überraschende bereithält für Sie, auch wenn Sie die Geschichte von Kleinwelka kennen und sehr gut kennen. Ich schaue ja von außen drauf, und für mich zumindest war einiges hier überraschend. Und ich würde ganz gerne einsteigen mit einem Titelbild. Das ist eine Aufnahme meines Kollegen Juan Garces aus Mamre, ehemals Grönekloof, eine der Missionsstationen der Herrn- oder Brüdergemeinde in Südafrika. Das ist die zweite Gemeinde, die gegründet worden ist, nach Renadendal. Und die dritte am Westkap ist Elim. Und diese drei Missionsstationen werden uns insofern interessieren, weil sie persönlich sehr eng mit dem Raum in Sachsen verbunden sind, zu dem auch Kleinwelka zählt. Das Ganze braucht ein bisschen Vorarbeit, und ich zeige Ihnen aber, was eigentlich die Herausforderung ist, wenn man so tief in die Gemeinschaft reinschaut und nicht an der Oberfläche, wie sie sich in den, zum Beispiel in den Nachrichten aus der Brüdergemeinde zeigt, stehen bleibt. Das, was Sie jetzt sehen, ist dieselbe Perspektive auf denselben Ort 200 Jahre früher, und zwar von Christian Ignatius Latrobe aus seinem Journal of a Visit to South Africa. Und diese Aufnahme war für uns prägend, weil wir genau diese Perspektive nachstellen wollten. Ich wollte ein Foto von 2024 haben, das genau diese Perspektive nachahmt. Mehr hatte ich eigentlich von Mamre nicht erhofft. Aber wir sind dann auf sehr, sehr kommunikationsfreudige Menschen gestoßen, auch den Referent vor Ort, und hatten auch Gelegenheit, auf den Gottesacker zu gehen. Und da haben wir unter anderem dieses entdeckt. Wenn man so ein bisschen sich mit Herrnhut beschäftigt, weiß man schon, wo man auf den Gottesackern schauen muss, um die interessanten Details zu finden. Und das war der Zeitpunkt, wo jemand, der mit der Gruppe mitgereist ist, etwas erstaunt war, weil er tatsächlich ein Grab, ein deutschsprachiges Grab in Mamre gesehen hat. Und das ist das Grab von Johanna Dorothea Bonatz, die 1776 geboren ist in Spree in der Oberlausitz, das ist in der Nähe von Niesky, und entschlafen ist den 13. September 1820. Ihr Lebenslauf ist veröffentlicht in den Nachrichten aus der Brüdergemeinde, und zwar aus dem Jahr 1823. Er ist fünfseitig, und jeder, der sich mit Lebensläufen beschäftigt, weiß, dass da an biografischen Details so gut wie nichts enthalten ist. Sondern es ist sehr stereotyp, es wird der Weg in die Gemeinschaft gezeigt. Das Erweckungserlebnis wird illustriert, dass sie geheiratet hat und dass sie irgendwie fünf Kinder hatte, aber auch die Namen der Kinder werden nicht erwähnt. Also das heißt, das ist so die erste Herausforderung, vor der man steht. Ihr Mann, Johann Gottlieb Bonatz, veröffentlicht dessen Lebenslauf wird 1830 veröffentlicht in den Nachrichten aus der Brüdergemeinde. Und zu diesen beiden, zu Johanna vielleicht zwei, drei Sätze. Sie ist, wie gesagt, in der Nähe von Niesky aufgewachsen, ist 1789 zur Gemeinde in Herrnhut gekommen, und ihr Lebenslauf wird, auch das ist typisch, von ihrem Mann Gottlieb vollendet. Gottliebs Lebenslauf, wie gesagt, die drei Söhne und zwei Töchter bleiben namentlich unerwähnt, erscheint 1830 in den Nachrichten, hat 1792 die Erlaubnis zur Gemeinde in Ebersdorf bekommen, 1793 wurde er in die Gemeinde aufgenommen, nimmt 1795 die Meisterstelle der Beutlerei an. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Weshalb ich das gedacht habe, das zeige ich Ihnen nachher. Nämlich einfach, weil ich denke, dass ich weiß, wer in Renandal, Südafrika, Schuhe gebaut hat.
Aber dazu komme ich, denke ich, später. Wenn wir noch ein Stück weiter schauen in diesen Lebenslauf, ist es so, dass er 1795, wie gesagt, bis 1803 in Ebersdorf ist. 1803 geht er nach Zeist und 1805 nach Südafrika. Also zusammen mit seiner Frau. Seine Frau stirbt 1820. Er geht dann nach Europa zurück, wird neu verheiratet 1822 und versieht seinen Dienst die letzten Jahre in Elim, Südafrika. Ja, also das ist die Geschichte dieses Grabsteins, der uns in Mamre begegnet ist. Was man vielleicht schon daran ein wenig erkennt, ist, dass das Wichtigste, was uns interessiert, tatsächlich das ist, dass wir versuchen, Wissensnetzwerke zu rekonstruieren und diese Wissensnetzwerke in einem Maße aufzubauen, dass wir tatsächlich so eine rekonstruieren können, wer wann was in der Welt getan hat. Wenn ich jetzt irgendwie sagte, Johann Gottlieb Burnatz war Beutlermeister, hat also mit Leder gearbeitet, dann ist er einer der Handwerker, die im Chorhaus der Ledigen Prüber in Ebersdorf mutlicherweise nicht nur Beutel und Taschen hergestellt haben, sondern auch andere Dinge, die man aus Leder herstellen kann. Und ich werde Ihnen ganz gern zeigen, dass wir uns zum Beispiel im Holzhandwerk auf ähnlichem Weg bewegen, denn das wird einer meiner Punkte sein, die ich heute ganz gern besprechen würde. Also, bevor ich das aber tue, würde ich Ihnen ganz gern zeigen, wie wir arbeiten, also was wir tatsächlich in den Archiven oder in den Herrnhuter Archiven tun, wie wir das tun. Zunächst einmal ist es so, dass wir gefördert werden durch überregionale Stiftungen, das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder auch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und das ist unerlässlich, um überhaupt die Arbeit zu tun, die wir tun. Denn in meinem normalen Deputat oder mit den normalen Mitteln wäre das nicht inbegriffen. Und das nächste ist, dass wir mit der Sächsischen Landesbibliothek einen Partner haben, mit dem man überhaupt zusammenarbeiten kann und die Archive stemmen kann, die wir tatsächlich vorfinden, auch in Größenordnungen, die wir nicht alleine bewältigen können. Da geht es auch um die Frage, wie können wir Daten sichern, wie können wir sie halt nachhaltig zur Verfügung stellen als Forschungsdaten und so weiter und so fort. Dafür brauche ich die Bibliothek. Des Weiteren arbeiten wir international sehr viel zusammen und das geht nur über Form der Digitalisierung. Also das heißt Digitalisierung von Quellen, Quellenaustausch und Weitergabe, sodass man von verschiedenen Plätzen auf der Welt auf unterschiedliche Themen schauen kann. Häufig ist es so, dass wir Texte digitalisieren oder Artefakte digitalisieren, von denen dann andere Leute sagen, das ist ja interessant, darf ich hier ganz gern bitte mitarbeiten und auf Forschungsfragen und Ideen kommen, die wir uns nie gestellt hätten. Deswegen kommen wir auch ein bisschen rum in der Welt. Sie sehen vielleicht ganz rechts oben das Schwesternhaus Klein-Welcker. Hier hat eigentlich alles angefangen, wenn man so will, ist die Öffnung dieses Hauses für unsere Fragestellungen der Startschuss gewesen, für alles andere, was danach kam. Das würde ich ganz gerne auch einmal auf Band sagen, weil das nicht selbstverständlich ist. Wir haben in Nordamerika gearbeitet, also namentlich in Pennsylvania, in Nazareth und Bethlehem und waren im Februar in Südafrika und haben dort unsere Arbeiten fortgesetzt, sodass man auch von dort aus mit 3D-Modellen im Hintergrund sich einen Eindruck davon verschaffen kann, wie es vor Ort aussieht. Das Renardendal Mission Museum zeige ich Ihnen nachher noch, zumindest in einer Aufnahme. Alles Weitere würde ich Sie bitten, einfach selber zu entdecken. Lutz, ich schicke dir auch gerne die Präsentation dann. Die kann auch gerne weiterverteilt werden, sodass Sie auch mit QR-Code das Ganze besuchen können. Dann, mit welchen Tools arbeiten wir? Ich erschlage sie nicht. Ich zeige Ihnen nur, welche für Sie heute relevant werden, und zwar diese. Warum? Weil es mir tatsächlich wichtig ist, auch transparent zu machen, auf welchem Weg wir arbeiten. Und das Ganze würde ich Ihnen am Beispiel der Primärdigitalisierung zeigen, die ich ebenfalls nur ganz kurz vorstellen will. Das, was Sie da hinten sehen, ist eine Fotolichtbox. Fotolichtboxen werden eingesetzt üblicherweise für Produktfotografie. Und wir setzen die ein in Klein- und Kleinstarchiven, um professionell Oberlichtaufnahmen zu machen von zum Beispiel Primärdigitalisaten. Sie sehen das hier in der Grafik auf der rechten Seite. Das ist ein Pachtvertrag, den wir genau in dem Setup digitalisiert haben. Und das Setup komplett kostet 500 €. Das heißt, das ist auch eine Größenordnung, in der kleine Archive
arbeiten können, sodass auch brauchbare Aufnahmen entstehen. Ich zeige Ihnen das ganz kurz, wie das Resultat des Ganzen ist. Sehen Sie vielleicht hier, das ist derselbe Pachtvertrag, ein bisschen rausgescannt. Man kann es aus meiner Sicht ziemlich gut lesen. Und dadurch, dass das Setup, Standard-Setup vereinheitlicht ist, sind auch die Aufnahmen immer in derselben Qualität und Güte. Das Ganze, dabei bleibt natürlich nicht, von hier aus hätten wir nur Images, also nur Bilder, digitale Bilder, damit können Sie noch sehr wenig anfangen. Deswegen muss das Ganze in eine Software eingespeist werden. Wir arbeiten hier mit eScriptorium. Sie sehen hier die Softwareoberfläche, ganz links das Digitalisat, Primärdigitalisat. Daneben ein vorbereitetes Digitalisat mit Zeilenerkennung und vor allen Dingen mit Strukturerkennung. Das heißt, der Textblock ist eingemarkert und dann sehen Sie jede Zeile. Und rechts sehen Sie eine automatische Transkription des Ganzen. Das, was im Moment in Dresden passiert, was die Dresdner Kolleginnen hier leisten, also namentlich Kai-Michael Würzner und Robert Zarunski, ist unglaublich. Es geht hier um nichts weniger als eine Current Optical Character Recognition auf der Basis hernotischen Materials. Das hernotische Material ist so gut, so sauber geschrieben, dass man darauf ein Current-Modell zur automatischen Erkennung trainieren kann. Und ich würde Ihnen mal ganz kurz das Ergebnis zeigen, nur einer Zeile, die nicht nachkorrigiert ist auf diesem Modell. Ja? Also Sie sehen, Johann Michael Peterleitner, besagte Meisterschaft abzunehmen. Ist klar, gibt es ein paar Erkennungsprobleme, zum Beispiel den Punkt am J, den er als Satzpunkt identifiziert. Und ob jetzt Michael oder Michael da stehen sollte, sehen Sie es dem Modell nach. Allerdings ist die Genauigkeit mittlerweile bei über 92%. Und das bedeutet, dass möglicherweise in der Open-Source-Community dieses hernotische Current-Modell, ja, Maßstäbe setzen kann für die komplette Erforschung aller Kohärent-Handschriften, die wir haben. Also das ist ein unglaublicher Erfolg der SLUB, da habe ich selber kaum mit zu tun. Ich darf nur damit arbeiten. Ja? Also das heißt, das ist, ich bin Nutznießer des Ganzen. Des Weiteren ist es natürlich wichtig, dass man das Ganze in die Vermittlung gibt. Also wir veranstalten Workshops, veranstalten bürgerwissenschaftliche Akademien in der Vermittlung. Es gibt Seminare dazu und vor allen Dingen ist das Ganze auch in den Master Digital Humanities eingespeist. Und schlussendlich arbeiten wir im Moment auch an sogenannten virtuellen Selbstlernmodulen, das heißt, die selbstgesteuertes Lernen ermöglichen. Und das, was Sie hier sehen, ist ein Blick in die nachgestellte Schule im Renatendal Mission Museum, die dort von Bailey über die Maßen mit Text voll gemacht ist, also so viel kann man im Leben nicht lesen, ja, das geht nicht. Also in einer unglaublichen Detailversessenheit Material zusammengetragen und adäquat beschriftet. Und darüber sprechen wir natürlich auch in dem akademischen Kontext. Sie sehen, Robert Schuppel ist ein Mitarbeiter von mir, der genau das vorstellt auf einer Tagung. Wenn Sie wollen, können Sie das Modell heute schon ausprobieren, können es heute testen. Ja, also das Ganze ist auch wie eine Art Schnitzeljagd gestaltet, sodass man lernen muss, um weiterzukommen in diesem Selbstlernmodul. Glaube ich, eine sehr schöne Sache. Und meine Frau Friederike setzt es jetzt ebenfalls auch schon in der Schule ein. Also Sie wissen vielleicht, dass die Leserinnen für Kurrentschriften, die werden nicht jünger. Das Ganze stellt uns vor ein biografisches Problem. Ja, das heißt, dass wir müssen jetzt eigentlich die Sachen erschließen und noch weiter damit arbeiten. So, wenn wir das alles gemacht haben, primär digitalisiert, bisschen transkribiert, maschinell gearbeitet, was stellen wir für Fragen an das Material? Ich würde gerne zwei Dinge oder drei Dinge hier entwickeln, nämlich erstens die Frage der Profession, das zweite der Sichtbarkeit und das dritte der Vernetzung. Ich fange mal mit dem ersten an, nämlich der Profession. Jetzt am Beispiel des Holzhandwerks, nicht so sehr an der Beutlerei, also das hätte ich jetzt auch machen können, also des Schusterns, aber mich interessiert vor allen Dingen das Holzhandwerk. Wenn Sie sich in dem Modell in dem Renatendal Mission Museum bewegen, auch hier würde der QR-Code, entdecken Sie vielleicht in der obersten Etage einen dieser Stühle. Also meine Frau hat das gemacht. Ich habe dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war und viel mehr nachgedacht habe über anderes Zeug. Jedenfalls sehen diese Stühle sehr nach
Rabenauer Stühlen aus. Also nach Stühlen für die alte Nikolaischule in Leipzig. Es gibt nur ein Problem. Diese Stühle für die alte Nikolaischule in Leipzig wurden 1903 gebaut. Die Stühle hier sind von 1810. Man kann sich jetzt fragen, warum das so ist und wie sie da hingekommen sind. Und das wird man möglicherweise über eine Tischlerei lösen müssen. Und dazu gibt es so kleine Tafeln an der Wand. Ich zeige Ihnen das können Sie jetzt nicht lesen, das ist wirklich zu klein. Und zwar steht hier, Johann Michael Peterleitner kam 1810 nach Renatenthal und hat die Möbeltischlerei aufgebaut. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, wer um Himmels Willen ist Johann Michael Peterleitner? Das Ganze lässt sich relativ einfach erklären. Das ist nämlich ein Herrnhuter, der von 1769 bis 1829 gelebt hat, 1810 in die Mission nach Renatenthal berufen worden ist, also dem Zeitpunkt, wo Johann Gottlieb Bonatz schon da war, kam 1811 dort an und baute eine Möbeltischlerei auf. Er ist im Brandenburgischen geboren und lernte die Stellmacherei von seinem Vater. Nach den Gesellenjahren und der Wanderschaft kam er nach Herrnhut, erhielt Erlaubnis zur Gemeinde und ließ sich dann mit großer Wahrscheinlichkeit als Stellmacher im schlesischen Gnadenfrei nieder. Warum mit großer Wahrscheinlichkeit Gnadenfrei ist, wie andere Gemeinden oder im Schlesischen nicht mehr existent, als zerstört worden. Und das heißt, alles, was nach Gnadenfrei rein und rausgeht, lässt sich nicht wirklich gut beschreiben. Der Punkt ist jetzt, dass er nach dem Brand in Gnadenfrei als Stellmachermeister 1798 ins Chorhaus der ledigen Brüder nach Niesky kam. Das, was Sie hier sehen, ist ein Auszug des Brüderhausdiariums Niesky mit möglicherweise einer entscheidenden Namensnennung. Sie sehen hier Johann Michael Peterleitner von Gnadenfrei und das ist hier Gottlieb Leonhard August Röntgen. Das ist der Sohn von David Röntgen, die durchaus das ein oder andere Möbelstück für die Herrnhuter angefertigt haben. Schauen Sie gerne in der Wikipedia danach, wer David Röntgen ist. Und möglicherweise hat man im Chorhaus der ledigen Brüder in der Tischlerei nicht nur Räder gebaut, sondern auch Stühle. Denn ich gehe nicht davon aus, dass Michael Peterleitner, wie geht es für ihn weiter? Sie haben den Vertrag, den Pachtvertrag haben Sie schon gesehen aus Niesky. Das ist genau der Johann Michael Peterleitner, der da erwähnt ist. Er übernimmt also die Stellmacherei und geht mit seiner ersten Frau in die Mission nach Paramaribo an der Suriname, kehrt nach deren Tod nach England zurück, also sie stirbt im Kindbett, ne? Also so eine typische Situation in Südamerika. Dort lernte er Niederländisch und erhielt 1810 den Ruf zur Mission nach Südafrika. Seine Lebensbeschreibung ist 1832 in den Nachrichten aus der Brüdergemeinde veröffentlicht. Und merken Sie sich das bitte zum Thema Sichtbarkeit, dazu komme ich gleich noch. Und liegt uns auch und Ihnen glücklicherweise in digitalisierter Form vor. Also das heißt, diese Nachrichten können Sie jetzt schon digital rezipieren. Der Schlüssel jedenfalls liegt in seiner Nieskier Zeit von 1798 bis 1803 und in personellen Verbindungen, die sich von dort aus rekonstruieren lassen. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass Johann Michael Peterleitner im Chorhaus der ledigen Brüder in einem Arbeitsumfeld war, in dem man unterschiedlichste Dinge im Holzhandwerk herstellte. Und ich gehe nicht davon aus, dass er auf der Überfahrt von London nach Südafrika sich den Entwurf für diesen Stuhl ausgedacht hat, sondern dass er das als Wissen und Know-how bereits mit nach Südafrika brachte und dann dort diesen Stuhl baut. Wer aus Rabenau im näheren Umkreis von Niesky gelernt hat, wissen wir noch nicht. Ja, das wissen wir einfach noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis wir das genauer beschreiben. Sie sehen jedenfalls aber das Grab von ihm in Renatenthal, wo er ist nicht dort gestorben, er ist in Hemmel in Arde gestorben. Da gab es ein paar Reibereien mit den örtlichen Missionaren, deswegen haben sie ihn in die Krankenstation nach Hemmel in Arde, ich sage jetzt nicht vorsichtig, nicht abgeschoben, aber da hat er ein neues Tätigkeitsfeld gefunden. Aber bestattet ist er jedenfalls in Renatenthal, Südafrika. Ebenfalls ein Tischler, und dazu komme ich jetzt, und damit auch so ein wenig mehr in Richtung Kleinwelker, ist Johann Adolf Bonatz. Er ist der Sohn von Johann Gottlieb Bonatz und von Dorothea Bonatz, die Sie vorhin gesehen haben.
Er ist, seine Lebensbeschreibung ist 1893 in den Nachrichten veröffentlicht. Er ist 1808 in Renadendal geboren und 1810 erhalten seine Eltern den Ruf nach Mamre, gehen dann wieder zurück 1814 nach Renadendal. Es ist nicht weit voneinander weg, das ist ungefähr, sind 2 Stunden heute mit dem Auto. Und auf diesem Weg dahin sterben seine Geschwister Heinrich und Marianne. Also er benennt die Kinder, die Johann und Johanne in ihren Lebensläufen nicht benannt haben. Er ist dann 1816 Hilfslehrer in der Schule mit einem etwas eigenwilligen Unterton in der Bewertung, spricht Deutsch und Holländisch, aber kein Englisch. 1816 trifft er Latrobe in Südafrika und reist auch, soll mit ihm zurück nach Europa reisen, weil er schon zu alt ist, geht er aber nicht nach Klein-Welkau, sondern geht direkt nach Niesky. Und wo damals alle Missionarskinder erzogen wurden, so sagt er es, aber wir wissen, dass das anders ist. 1820 stirbt seine Mutter, er trifft 1822 den Vater nochmal, der nochmal neu heiratet, und geht dann 1823 wohin? In die Tischlerei des Brüderhauses in Niesky zur Lehre. Er wird also 1828 in die Gemeinschaft aufgenommen und für ihn endet damit auch die Lehrzeit. Er geht dann in die Tischlerei nach Herrnhut und später wird er 1829 Anstaltslehrer in Niesky. Also er ist vorsichtig sagen, das ist ein ganz prototypischer Lebenslauf für jemanden in der Zeit, wenn er nicht studiert. Also das heißt, er ist Handwerker, er ist Tischler, er geht nicht ins Studium und changiert so zwischen Niesky, Herrnhut, Herrnhut, Niesky, Niesky, Herrnhut, Herrnhut, Niesky. Interessant ist für mich aber folgendes Detail, nämlich, dass er 1860, nachdem er aus der Mission zurückkommt, und diesen Lebenslauf schreiben schon seine Töchter, weil er das nicht selbst gelesen hat, er kommt 1860 zurück aus Südafrika nach 29 Jahren Dienst und er lässt sich dann mit seiner Frau in Klein-Welkau nieder. Zu seiner Frau sage ich gleich noch was. Und die entscheidende Frage ist, warum Klein-Welkau? Also was will Bonatz hier? Und dem nachzuforschen fordert einiges an Aufwand. Weil von den Männern gern geredet wird, von den Frauen nicht. Deswegen komme ich jetzt eigentlich zu dem Thema der Sichtbarkeit. Nicht sichtbar sind nämlich meistens Frauen. Also das heißt, sie werden summarisch mit erwähnt, sie werden irgendwie geheiratet, manchmal sterben sie. Aber im Wesentlichen wissen wir sehr wenig von ihr. Wenn wir eben hier drauf schauen, dann stellt sich die Frage, was gibt möglicherweise der Lebenslauf von Johann Adolf Bonatz her? Eine ganze Menge. 1830 stirbt nämlich hier seine Schwester Justine. Ja, Justine Bonatz, das ist die letzte Schwester, die ich namentlich kenne. Also es muss noch eine andere geben, von der ich nicht weiß, wie sie heißt. Und die stirbt hier in Klein-Welkau an der Auszehrung. Sie ist in den 1820er Jahren hergekommen und ist zu jung, um ins Chorhaus der ledigen Schwestern aufgenommen worden zu sein. Also sie stirbt als Kind. Ihr Grab, man kann so mutmaßen, wo das Grabfeld sein könnte, ja, aber Sie sehen mich da auf dem Foto bei dem verzweifelten Versuch zu identifizieren, aber das ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, deswegen nehmen wir mal an, Justine läge vielleicht da. Ein Großteil der Geschichten, die wir eben über Frauen erzählen, muss mit Spekulationen schlussendlich weiter erzählt werden, auf den so gut wie es geht gesicherten Ergebnissen. Das könnte jedenfalls ein Grund sein, warum er nach Klein-Welkau kommt. 1831 jedenfalls, nachdem seine Schwester gestorben ist und er auch hier keine Verwandtschaft mehr, also keine engere Familie mehr hat, geht er zur Mission nach Südafrika zurück. Und das ist auch wiederum ein typischer Weg, das heißt der Gang nach Europa und dann der Rückkehr in der Mission. Er reist 1832 von Bertelsdorf nach der Einsegnung zur Akolotie ab, geht dann nach London, trifft dort Latrobe nochmal, kommt 1832 in Kapstadt an, reist nach Mamre, also Krönikloof, von dort aus nach Renadental und wird nach Shiloh bestimmt, also in die Kosa-Mission ins Ostkap. 1836 wird er das erste Mal verheiratet, 1839 das zweite Mal, beide Frauen sterben.
kurz nach der Geburt des ersten Kindes. Und von denen wissen wir nichts. Von wem wir aber etwas wissen, ist Auguste Elise Curie. Auguste Elise Curie heiratet er im Februar 1844. Und ich dachte mir, Curie, das ist ja nur eine, die müsste man möglicherweise finden können. Wenn man in den Nachrichten aus der Brüdergemeine auch weiter schaut, sehen Sie hier, also die ledige Schwester Curie, in seiner Lebensbeschreibung von 1893, in einem Bericht von 1890 taucht sie auf, eben, dass sie tatsächlich auf der Seereise mitgefahren ist, weil sie Bonatz in Shiloh heiraten sollte. Der nächste Hinweis ist, dass sie jemanden besuchte in der Nähe von Straßburg, also in der Region, aus der sie kam, auch kurz vor ihrer Verheiratung, das scheint ja auch noch so im Hintergrund zu stehen. Dann sehen Sie einen Bericht von 1847, auch hier geht es nur darum, dass sie Johann Adolf Bonatz heiraten soll. Immerhin wird ihr ganzer Name genannt. Dann sieht man von 1846 dieselbe Situation. Und wenn man das so Ganze sich so durchblättert, eins nach dem nächsten, bis 1845 herum, das Einzige, was wir von Auguste Elise Curie wissen, ist, dass sie Johann Adolf Bonatz geheiratet hat. Das ist nicht allzu viel. Das Zweite, was wir wissen aus seiner Lebensbeschreibung, wann sie gestorben ist. Aber das ist es dann im Wesentlichen. Es gibt dann einen ganz entscheidenden Hinweis, nämlich aus einer Monographie, die Afrika-Bestände im Unitätsarchiv der Brüdergemeine, Band 1, nämlich, dass sie 1815 in Montmirail geboren ist. Ja, also alle anderen Informationen, die habe ich Ihnen jetzt aus den Lebensläufen rekonstruiert, sehen Sie, sieht ganz genauso aus. Also sie ist 1815 geboren und wir wissen, dass sie 30 Jahre später geheiratet hat. Was hat sie in der Zeit dazwischen gemacht? Ja, also wo war sie? Was hat sie gelernt? Wo hat sie gelebt? Wen kannte sie? Wo hat sie gearbeitet? Und so weiter und so fort. Und den Rest wissen wir nur aus der Lebensbeschreibung ihres Mannes. Interessant wird es dann, wenn man sich anschaut, wo sie geboren ist. Montmirail. 1815 ist Pierre-Frédéric Curie, Sohn von Pierre Curie und Marie Curie, Leiter der Mädchenanstalt in Montmirail. Und eine seiner Töchter könnte Auguste Elise Curie sein. In den deutschen Quellen ist Pierre-Frédéric Curie besser bekannt als Peter Friedrich Curie. Er besuchte die Knabenanstalt der Brüdergemeine in Neuwied, das Pädagogium Barbie und das theologische Seminar in Niesky. Danach war er Lehrer in Niesky, Barbie und Klein-Welka, bevor er 1804 in Niesky zum Diakon ordiniert wurde. 1821 kommt er von Montmirail zurück nach Niesky und wird hier Gemeinhelfer. Nach dem Tod seiner Frau heiratete er 1823 erneut, und zwar Dorothea Ries, geborene U aus Klein-Welka, und wird 1825 in die Unitätsältestenkonferenz berufen und zum Bischof ordiniert. Also ist einer der zentralen Köpfe der Kirchenleitung im Anfang 19. Jahrhundert. Von seiner Tochter Auguste Elise Curie berichtet er Folgendes. Als ich im Jahr 1821 einen Ruf als Gemeindehelfer, Prediger und Ehechorhelfer nach Niesky erhielt, wo selbst wir im Juli mit den vier Töchtern, mit denen der Herr unsere Ehe gesegnet hatte, ankamen. Das ist die einzige Erwähnung seiner Tochter. Das ist nicht viel und lässt sich nur erschließen, wenn man den Rest rekonstruiert hat. Also nur, wenn man weiß, dass möglicherweise Auguste Elise seine Tochter ist und er 1815, 21 nach Niesky ging, weiß man, hier wird Auguste Elise wohl mit gemeint sein. Das heißt, wir haben schon ein Datum wieder, das wir ihrem Lebenslauf hinzufügen können, nämlich, dass sie 1821 in Niesky war. Jetzt wissen wir auch, er ist 1825 nach Bertelsdorf gegangen und auch da wird sie ihn begleitet haben, weil sie noch zu jung war. Und deswegen war meine Anfrage an Ulrike Rieke so wichtig, nämlich die Hoffnung, dass sie nach ihrer Zeit ins Bertelsdorf in eines der Kurhäuser der ledigen Schwestern hier in der Region gegangen ist. Also entweder Herrnhut oder Niesky oder Klein-Welka. Interessant ist, dass ich nicht genau wusste, in welchem Alter sie möglicherweise hier aufgeschlagen ist, aber Ulrike Rieke hat sie gefunden. Und zwar, als Elise Auguste Curie, geboren am 12. September 1815 in Montmirail, in der Schweiz, Eltern Peter Friedrich, das wissen wir alles schon, die Mutter Friedrich Auguste Ephraim, geborene Baumeister, Arbeit Lehrerin in der Mädchenanstalt. Das hat sie überrascht.
weil sie da zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt war. Ja, das ist aber für die Mädchenanstalten auch in Montmirail nicht untypisch. Und ist dann 1834 zu ihren Eltern. Das muss dann Bertelsdorf oder Herrnhut gewesen sein. Was sie zwischen 1834 und 1844 gemacht hat, wissen wir noch nicht. Genau, also hier ist sie nachgewiesen in Kleinwelka, sie hat in diesem Haus gelebt. Das ist das Wichtigste. Jetzt wissen wir von Auguste Elise Curie schon eine ganze Menge mehr. Sie ist 1815 in Montmirail geboren, kam 1821 nach Niesky, 1825 nach Bertelsdorf, 1831 nach Kleinwelka, 1834 Bertelsdorf, 1844 Südafrika. Es fehlen noch 10 Jahre und die habe ich nicht. So, von dort aus ist es tatsächlich schwierig zu wissen, wie das Ganze weitergeht. Vielleicht so viel, sie bekommt zwei Kinder, 1845 und 1848. Das Ganze habe ich nur daraus geschlossen, dass Johann Adolf Bonatz in seiner Lebensbeschreibung irgendwann mal vier- und zweijährige Töchter erwähnt. Und möglicherweise sind beide Kinder nach Kleinwelka gegangen. Ganz sicher wissen wir das nur von der älteren, von der älteren Tochter, die 1845 geboren ist. Und die dritte Tochter, die 1844 zur Welt kam, die stirbt nach wenigen Wochen. Was man wissen kann in diesem Kontext, sind folgende Dinge, nämlich dass 1832 die Reise von Enon mit den Geschwistern Scherf gemacht wird, welche nach Gnadenthal berufen wurden. Und mit diesen reiste dann unsere älteste Tochter weiter, um mit Geschwistern Lüttinghausen nach Europa zu reisen. Mehr weiß man von der ältesten Tochter nicht. Also, dass sie, außer dass mit wem sie nach Europa gereist ist. Und dieser Auszug hier ist aus dem Jahr 1855 und betrifft die Reise von Bonatzen selbst, also den Eheleuten Bonatz, nach Europa. 1855 erhielten wir den Auftrag, eine Schar von 12 Missionskindern nach Europa zu bringen. Und nach einer sehr stürmischen und langen Reise landeten wir, dem Herrn sei Dank, glücklich und wohlbehalten mit diesen Kindern Ende Oktober in Holland und erfuhren in Zeist viel Liebe und Freundlichkeit von den dortigen Geschwistern. Ende November kamen wir in Kleinwelka an, nachdem wir die Reise von Scheile aus über 8 Monate gedauert hatten. Hier ist ihre Tochter dabei. Ja, also das heißt, eines der 12 Missionskinder ist ihre jüngere Tochter, die 1855 geboren worden ist. Oder 1848 geboren ist. Die kommt hier mit nach Kleinwelka, wird aber hier mit keinem Wort erwähnt. Was ziemlich interessant ist. Das Letzte, das haben Sie schon gesehen, nämlich der Punkt, an dem die Töchter, die namenlos bleiben, von der Rückkehr aus dem Missionsdienst berichten, nämlich 1860. Der Aufenthalt in Kleinwelka der Bonatzens dauert von 1860 bis 1862 und möglicherweise haben sie einige Gründe, hier zu sein. Erstens ist die Schwester von Johann Adolf Bonatz hier bestattet. Zweitens lebte Auguste Elise Curie 3 Jahre hier als Lehrerin. Drittens leben möglicherweise beide Töchter hier in Kleinwelka, entweder noch in der Missionsanstalt oder schon im Chorhaus der ledigen Schwestern. Wenn man also so will, kommen Johann Adolf Bonatz und Auguste Elise Bonatz hierher, um ihre Familie zusammenzuführen. Nichts davon steht in den Quellen. Also nichts davon liest man weder von der einen noch von der anderen Seite. Nach 1862 wird Bonatz nach Süddeutschland berufen und stirbt dann in Königsfeld 1893 und seine Frau stirbt 1885. Das ist das Letzte, was wir von Auguste Elise Bonatz wissen, nämlich aus dem Lebenslauf ihres Mannes, dass sie am 14. August 1885 in Königsfeld gestorben ist. Der handschriftliche Lebenslauf liegt mir persönlich noch nicht vor. Das heißt, das wäre jetzt das nächste Schriftstück, das man bräuchte, um zu rekonstruieren, wie das Ganze zusammenhängt und vor allen Dingen, welche Namen die Töchter haben. Wenn wir
uns das Ganze noch einmal rekapitulieren, geht es im Wesentlichen sich so aus. Wir haben mit Niesky und Kleinwelka zwei Orte, die zu den Durchlauferhitzern der Herrnhutischen Mission gehören. Auguste Elise Bonatz geht nach Südafrika, geht nach Shiloh mit ihrem Mann. Ihr Mann ist in Südafrika geboren. Die Eltern von Johann Adolf Bonatz sind beide in Südafrika bestattet. Und beide bringen ihr Handwerk mit nach Südafrika. Also der Vater die Beutlerei und Johann Adolf die Tischlerei, sowie Peter Leitner die Tischlerei ebenfalls mit nach Südafrika gebracht hatte. Das heißt, wir haben einen Wissenstransfer, einen Kulturtransfer, der über die Maßen erstaunlich ist. Und die Bonatzens kommen nach 30 Jahren Missionsdienst in Südafrika, also Shiloh, zurück hierher an diesen Ort, um hier zu leben. Wenn wir uns also fragen, was wir in diesem Kontext lösen müssen, dann ist es die Vernetzung zwischen diesen Geografien herzustellen. Das heißt, uns zu fragen, welche Daten können wir an welcher Stelle über welche Person finden, um zu wissen, wer war zu welcher Zeit mit welcher Person an welchem Ort gemeinsam. Wir haben sehr viele verstreute Archive. Und in diesen Archiven liegen tatsächlich sehr viele Informationen, die private Korrespondenz beinhalten, die Lebensläufe beinhalten, Berichte und so weiter und so fort. Aber wie man vor allen Dingen an den Frauen gesehen hat, bleiben sie in den meisten Fällen namenlos. Wenn wir die öffentlichen Geschichten uns anschauen, die in den Nachrichten aus der Brüdergemeinde berichtet werden, ist es so, dass wir, wenn wir großes Glück haben, Namen identifizieren können. Aber in den meisten Fällen werden Frauen, Töchter, Ehefrauen summarisch abgehandelt, im Sinne von, wir kamen mit unseren vier Töchtern nach Europa. Was soll ich mit dieser Information anstellen? Und erst wenn wir in die Gemeindearchive schauen, sehen wir, welche Personen dies betreffen könnte, um nachzuvollziehen, warum es eine starke Motivation gegeben hat, hier nach Kleinwelka zurückzukommen. Und wenn wir diese Informationen zusammenstellen, dann sehen wir auch, dass Kleinwelka zum Beispiel für die Familie Bonatz ein zentraler Dreh- und Angelpunkt einer ganzen Familiengeschichte gewesen ist. Von den beiden Töchtern weiß ich noch nichts. Möglicherweise ist es auch so, dass aus dem Lebenslauf von Auguste Elise Curie noch viel zu holen ist. Und um das Ganze zusammenzustellen, brauchen wir eigentlich, und das sind die letzten beiden Dienste, die ich Ihnen vorstellen würde, die Wikidata und Wikiversity. Was leistet Wikidata für uns? Wikidata müssen Sie sich so vorstellen wie einen Dienst, der normale Entitäten aufnimmt. Das heißt, ebenso wie, ich mache es mal an meinem Beispiel, also zum Beispiel einen Namen mit einer Person verbindet. Und dafür gibt es idealerweise, das ist in meinem Fall leider schon so, ich weiß eigentlich nicht warum, da gibt es ein Normdatum für meinen Namen. Das hinterlegt in der Normdatenbank, sodass ich als Figur und als Person, historische Person, beglaubigt bin mit meinem Namen. Und man kann dieses Normdatum anreichern durch alle möglichen Informationen, die meine Person betreffen. Zum Beispiel, welche Ausbildung hat er, wen hat er geheiratet, wie heißen seine Kinder, an welchen Orten war er, welche Bücher stehen in seinem Bücherschrank, was hat er gern zum Frühstück gegessen und so weiter und so fort. Und diese Information kann jeder anreichern, der mit Quellen arbeitet. Und eine Aufgabe wäre jetzt also, Auguste Elise Curie genau mit so einem Datum zu versehen und dann die Informationen zusammenzustellen, um möglicherweise herauszubekommen, dass sie irgendwann in einem Brief erwähnt wird, dass sie zu einer bestimmten Zeit, wir haben das gesehen an einem Auszug, in Straßburg war. Und dieses eine Datum, was man dann zusätzlich hinzufügen kann, gibt vielleicht schon wieder die Brücke zu einer anderen Person, zu einer anderen Frau, die man ebenfalls nicht sieht. Und so können wir die Wissensnetzwerke rekonstruieren, die Personennetzwerke rekonstruieren, in denen wir mehr oder weniger das Ganze an ganz plastischen Biografien nachziehen. Wir werden damit schlussendlich nie an den Punkt kommen, dass wir alles zum Beispiel von Auguste Elise Curie erfahren. Das wird nicht passieren. Möglicherweise ist es aber auch so, dass es sehr reizvoll sein kann, diese Vorstellung, und das würde ich Ihnen ganz gern zum Abschluss zeigen, dass wir mit Auguste Elise Curie jemanden haben, das ist eine Aufnahme zur Auszeichnung des Schwesternhauses als Frauenort.
Und alles, was ich Ihnen heute über die Bonatzen erzählt habe, ist das, dass alle Frauen der Bonatzens zur selben Zeit hier waren. Aber davon lesen wir in unseren Quellen exakt nichts, sondern sie gingen nach Kleinwelka. Warum steht dort nicht? Aber möglicherweise ist dieser Ort für Auguste, speziell für Auguste Elise Curie, ein ganz besonderer. Denn sie kennt Kleinwelka vielleicht nicht nur aus den Erzählungen ihres Vaters Peter Friedrich Curie, sondern sie lebt und arbeitet wenigstens von 1831 bis 1834 selbst hier. Vielleicht hat sie ihren Mann, also Johann Adolf Bonatz, zwischen 1821 und 1832 in Nieski, Bertelsdorf oder in Kleinwelka kennengelernt. Wer weiß das schon? Also unsere Quellen sagen dazu nichts, aber es ist nicht so ganz unwahrscheinlich. Sie folgt ihm 1843 in die Mission nach Südafrika und ihre beiden älteren Töchter, nämlich 1845 geboren und 1848, schickt sie nach Europa. Und von der Jüngeren können wir mit einiger Sicherheit sagen, dass sie gemeinsam mit den Eltern 1855 nach Kleinwelka kommt. 2 Jahre sind die Bonatzens dann hier, ohne dass wir bereits wissen, ob sie in Herrnhut, Nieski oder Kleinwelka lebten. Ich nehme ganz stark an, dass sie hier in der Nähe waren. Aber wir wissen es nicht. Nach der Dienstzeit kommen sie 1860 wieder hierher und sind noch einmal 2 Jahre hier in Kleinwelka vor Ort. Und auch hier dürfte das Schwesternhaus wieder zentraler Punkt gewesen sein, an dem sie sich orientieren. Vielleicht, und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, und ich würde auch so eine Geschichte so erzählen, haben sie ihre beiden Töchter hier wieder gesehen, von denen die ältere vielleicht schon im Kurhaus der ledigen Schwestern lebte. Danach verliert sich die Spur von Auguste Elise Bonatz aus unseren Quellen. Bis auf ihren Tod 1885 erfahren wir nichts mehr von ihr. Die letzten, ihre Töchter, die den letzten Teil des Lebenslaufs ihres Vaters schreiben, bleiben in den Nachrichten namenlos. Wie die heißen, weiß ich nicht. Ob man sie findet, wenn man den handschriftlichen Lebenslauf von Auguste Elise Bonatz einsieht? Möglicherweise. Vielleicht findet man auch im Kleinwelkauer Archiv in den späten 1850er oder frühen 1860ern, wenn man nach einer Bonatz sucht, im Kurhaus der ledigen Schwestern, eine Bonatz. Bisher war mir das zumindest zeitlich nicht möglich, aber das wäre so der Punkt, wo ich jetzt so weitermachen würde. Ja, also wo ich sagen würde, das würde mich interessieren, ob die Tochter der Bonatzens auch hier in Kleinwelka geführt wird. Eine andere Option bestünde darin, dass man den lokalen Archiven, wie in Königsfeld oder auch in Kleinwelka oder Nieski, ebenso eine Digitalisierungsbox zur Verfügung stellte, um diese Informationen schnell verfügbar zu machen, dann möglicherweise transkribierte mit E-Skriptorium, der automatischen Kohärent OCR und dann in Wikidata zu vernetzen. Das wäre der Weg, wie man von hier aus weitermachen könnte. Bis dahin ist es aber noch ein sehr, sehr langer Weg. Ja, und tatsächlich auch eine Frage, wie viel man von welchen Archiven zu welcher Zeit für wen öffnen möchte. Nicht zuletzt ist es ein personelles und auch ein Ressourcenproblem. Aber es lohnt sich auf alle Fälle danach zu schauen, denn sonst bleibt ein Ort wie Kleinwelka, der vor allen Dingen für Frauen ein sehr wichtiger Ort ist, glaube ich, in den Dimensionen, wie ich es versucht habe, ihm zu zeigen, eigentlich unterbelichtet und nicht sichtbar. Was sehr, sehr schade wäre, denn für die Bonatzens, wie ich versucht habe zu zeigen, ist das hier ein zentraler Dreh- und Angelpunkt eines ganzen Familienlebens. Wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für alle, die hier im Verein arbeiten, vielen Dank für Ihr Engagement. Wenn Sie Fragen haben, versuche ich sie so gut es geht zu beantworten. Nur bitte verschonen Sie mich mit Detailfragen zu Biografien. Denn wie ich gezeigt habe, dafür müsste ich hier ins Archiv und das braucht Archivarbeit, um das Ganze auszuleuchten. Das, was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass wir in den öffentlichen Quellen einen ganz bestimmten Ausschnitt dessen sehen, was die Gemeinschaft zeigen will. Und sobald man tiefer fragt nach spezifischen Biografien, steht man relativ schnell in so einem Nebel. Man hat eine Ahnung davon, wie es sein könnte. Aber um diesen Nebel zu lichten, braucht man die Arbeit in den lokalen Archiven, anders geht es nicht. Also,
Vielen Dank und wenn Sie Fragen haben, sehr, sehr gern.